Schönen Sonntagabend willkommen bei uns bei Adler TV und in gewohnter Weise wieder mit interessanten Studiogästen, aber zuerst ein kleines Bilderrätsel. Unser Sponsor des Abends heute, offene Frage, dürft ihr selber entscheiden, wer es denn heute wird. Bin besonders froh, heute zwei Young Guns hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Zum einen den Ruslan Gelfanov und zum anderen den Ruslan, beginnen wir mit dir. Wir haben natürlich auch kurz recherchiert im Internet, Wikipedia, mal geschaut, was es bei dir ausspuckt. 19 Jahre. Vor 2 Jahren hast du in Russland gespielt, in der Jugend. Wenn du dich zurückerinnerst, wie war das für dich? Wie hast du das miterlebt? Ja, es war schon gut. Spannend. Wie ist denn der Unterschied? Merkt man, dass sind die deutlich besser, die Jugendlichen, wie bei uns? Ja, das ist schon ist auf ein anderes Niveau. Sind da viel stärker. Und wow. Vermutlich eine größere Anzahl an guten Spielern, oder? Ja, das schon. Und selber, wie ist der getan? Persönlich, wie ist der gegangen ist? Oder? Leicht oder schwer? Ja, am Anfang war schon ein bisschen zart, aber nach ein paar Monaten habe ich mich schon gewöhnt und dann habe ich normal gespielt. Bin in die dritte Linie gekommen, war der Jüngste eigentlich in der Mannschaft und dann hat der alles gepasst. Du, wenn du das selber beschreiben müsstest, ich weiß, das ist nicht immer sehr, sehr einfach. Was sind deine Stärken? Was kannst du besonders gut? Ja, ich finde, am Schläger bin ich halt gut, Stickhandling. Aber dafür habe ich halt lang trainiert, auch trainiere noch immer. Gute Übersicht habe ich und ich kann gut Spiel lesen, finde ich halt. Wenn du mal so zurückschaust, die ganzen Jahre, wo du schon unterwegs bist, mit welchen waren die Spieler, die besten Spieler, mit denen du jemals zusammen gespielt hast, wenn du noch zurückerinnerst? Gibt es so einen Namen, zwei Namen? Ja, da Hughes und der Ryan. Wirklich, was war bei denen so besonders? Ja, die haben einfach so gut gespielt und so. Die haben einfach. Hat man jemals die Chance gehabt, überhaupt eine Scheibe zu kriegen, wenn die zwar an der Scheibe waren? Oder war das fast unmöglich als junger Spieler? Ja, ich habe nicht mit denen so zusammengespielt, also in der Linie, aber so. Im Training? Ja, das schon, sicher. Aber schwierig genug wahrscheinlich, oder? Nein, es ist gegangen. Ist gegangen. Okay, wir schauen. Nach rechts, Großverteidiger natürlich, Philipp Siutz. Wir haben geschaut, du bist schon richtig auslandserfahren. Deine Stationen waren eben 4 Jahre in Kanada, also mit 14 Jahren schon weg und dann in Schweden. Wahnsinn mit dem Alter, oder? Mit 14 Jahren weggegangen von zu Hause, da ist man eigentlich noch ein Kind, ein Jugendlicher. Ja, wenn ein Traum da ist und die Chance da ist, da kann man nicht lange nachdenken, aber sobald ich das gehört habe, das ist damals über Greg Holst gegangen für mich. Und sobald ich die Chance gekriegt habe, habe ich mit meinem Papa und mit meiner Mama kurz drüber geredet. Und da, die Mama hat zwar mit einem weinenden Augen dazu dann ja gesagt, aber wenn ein Traum da ist und wenn die Chance da ist, dann darf man nicht nein sagen. Heimweg gibt es das mit 14 Jahren? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, das hat schon gegeben, aber da war der Papa war sehr großzügig und ist immer auf einem kurzen Besuch hergekommen oder so. Okay. Wenn wir ein größeres Turnier gehabt haben oder mehrere Spiele in der Woche, dann habe ich die Ehre gehabt, den Papa wieder zu sehen. Ist es in Amerika oder in Kanada leichter, eigentlich Anschluss zu finden, wenn man ja, speziell Teamsport macht? Ist es leichter? Es ist am Anfang ein bisschen anders gewesen, vor allem, weil ich mit 14 Jahren der Jüngste drüben in der Mannschaft war. Einer von der, was war man insgesamt, war mein Erster, war 5 Europäer, glaube ich. Da war ein bisschen schwer mit dem Trainer reden, mit dem Englisch und so weiter, aber dann mit der Zeit, wo die Nerven weg sein und das, dann geht das schon. Also Englisch bist du topfit, nehme ich mal an, oder? Ich hoffe, ja. Ich glaube schon, ja. Ja, perfekt. Momentan deine Rolle beim VSV, wenn du das selber beschreiben müsstest, wie schaut deine Rolle aus? Du bist ja auch noch beim U20-Team immer noch fest engagiert, ein fixer Bestandteil. Ja, es ist, die U20 spiele ich immer mit und dann mit der Erste jede Minute, was ich am Eis kriege, ist kostbar für mich. Ich trainiere immer mit bei der Ersten und das ist jetzt auch, ich glaube, mit Markus Bentner, der VSV, eine super Option getroffen. Der arbeitet mit uns Junge wirklich jeden Tag nach dem Training, schaut mit uns Video, redet mit uns, sagt uns, was wir besser machen können. Und ich finde, die Situation beim VSV für uns Junge ist momentan wirklich sehr gut. Okay, perfekt. Du, bei dir, wir haben natürlich vorher ein bisschen geplaudert auch. Du hast auch einen Plan B. Wenn du sagst, Karriere, Eishockey-Karriere steht natürlich wahrscheinlich ganz, ganz oben bei dir selber. Wenn es nicht hinhauen sollte, was wir nicht hoffen wollen, was ist denn dein Plan B? Ja, im Herzen ist sicher immer, dass man Eishockey-Profi werden will von Anfang an, seit man klein ist, seit man das erste Mal in Eishockey gestanden ist. Aber das haben meine Eltern mir schon immer eingetrichtert, dass irgendwann ist aus. Das ist halt einmal so, mit 35 bis 40 ist die Karriere aus und dann, was ist danach? Und deswegen hat der Papa immer geschaut, dass ich mir in der Schule mit meinem, egal was es ist, dass ich im Studium und immer voran dran bin.
Und was machst du? Studierst nebenbei jetzt? Ja, ich studiere gerade Business Management mit einem Marketing-Minor. Oh, das, ja. Guter Plan B, hätte man gesagt, auf jeden Fall. Du, spannend, heute müsst ihr leider zuschauen, ihr zwei. Was sagt ihr, wie ist die Situation momentan? Heute gegen Wien, wie groß sind die Chancen gegen den Tabellenführer, einen Punkt oder zwei zu holen? Nein, wenn man holen wir gleich zwei. Sehr gut. Das ist eine halbe Geschichte, brauchen wir nicht machen. Und ich glaube, wir haben eine super Mannschaft. Und es ist zurzeit ein bisschen schwer bei uns. Es sind ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen das, naja, man soll nicht aufs Unglück ausreden oder so. Aber ich glaube, wenn wir heute gut spielen, hinten kompakt spielen, die Scheibe ein bisschen für uns hilft, ist sehr voll drinnen. Okay, Ruslan, auch deine Meinung? Bist du mit deinem Kollegen konform, oder? Ja, wir haben ja gewinnen heute. Also, ihr Fischer Hockey Youngans, danke für den Besuch. Wir wünschen euch noch eine tolle Saison. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei uns im Studio und Ihnen noch viel Spaß heute mit dem Spiel ECVSV gegen die UPC Vienna Capitals. Musik